Aber man muss anmerken, wir verlassen den Verein wenigstens als Ikone. Wir haben es nicht ganz zur Legende geschafft, aber wir sind eine Ikone geworden beim FC Basel. Gemeinsam mit Arthur Cabral, der jetzt auch hierhin geschafft. Und tatsächlich Luis Luhrmann, nochmal ins favorisierte Personal, der wird am Ende auch eine Ikone, ich sag's euch. Und Taulang Chaka auch, natürlich. Den gucken wir uns gleich nochmal an, der spielt ja auch noch. So, ich meine, Luis Luhrmann, seit jeher beim FC Basel. Wir haben ihn hochgeholt, wir haben ihn zum Stammspieler gemacht, als 17-Jährigen. Hat dann immer wieder natürlich auch viele Einsätze, beziehungsweise wird auch öfter mal geschont, halt einfach wegen internationalen Einsätzen. Ja. War einer meiner Lieblingsspieler, muss ich so ehrlich sagen. Und wenn wir dann bei Lieblingsspielern sind, einer davon ist auch noch Orgis Bunyaku, deswegen. Was eine Überleitung. Habt ihr es gesehen? Was eine Überleitung. Deswegen, wir gucken uns mal ganz kurz unsere alten Spiele an. Komm, die mal so weggegangen sind. Mal gucken, was die so aus sich gemacht haben. So. Wer ist denn hier so weggegangen? Der ist nichts mehr. Pukay spielt immer noch bei Thun. Der aber auch keine Einsätze. Ist auch nicht der Spieler. Nils de Mol bei Sion. Ah, jetzt wahrscheinlich wollte ich mir Sion angucken. Ist vereinslos aktuell. Das sind aber jetzt auch nicht unbedingt die Spieler, die wir groß verkauft haben. Oberlin vielleicht noch, den haben wir tatsächlich im direkt verkauft. Der spielt bei Frosinone jetzt. Wie lief es bei dem so? Eigentlich gar nicht. Ah, Frosinone läuft jetzt einigermaßen. Aber auch keine guten Spiele. Er spielt aber immerhin. Er spielt immerhin, ne? So, dann gucken wir weiter. Hier waren die ersten größeren Verkäufe, ne? Mit Eray Cimat. Zu Gladbach, da lief es nicht so. Dann zu Atalanta, ein gutes Jahr gehabt. Dann direkt wieder weg zu Lille, da nicht so viel gespielt. Und dann ging es zu Sporting. Auch da ist er anscheinend kein Stammspieler. Nur 15 Einsätze. Hatte der Verletzungen? Keine langen. Okay, dann Edon Dzeko, bei dem lief es auch gar nicht, muss man so sagen. Seit er von uns weg ist für 10 Millionen. Crystal Palace. Da lief es noch nicht so. Championship lief dann ein Jahr. Aber danach war dann auch wieder Schluss. Ist jetzt in die MLS zu Montreal. 400.000. Das ist auch sehr, sehr bitter. Bei dem ist auch ganz schön bergab gegangen, ne? Schade. Veitim Kajami. Haben wir damals verkauft, schweren Herzens, obwohl er gar nicht so schlecht war bei uns. Aber wir hatten halt einfach ein Überangebot, ist dann zu AC Lens. Erstes Jahr gespielt, dritte Jahr nicht mehr, ist jetzt zu Ascoli gegangen tatsächlich, zu unserem Partnerverein. Na, da haben wir ein bisschen die Verbindungen spielen lassen, ne? Samuele Campo mussten wir auch schweren Herzens verkaufen. Mit dem haben wir eigentlich auch gern gespielt. Ist zu Charleroi. Lief aber auch dort nicht gut. Ist dann in die Ligue 2 zu Guingamp. Gutes Jahr gehabt und spielt jetzt konstant erste Liga immerhin. Kann man so machen. Hat er sich verdient, der Junge. Dem wünsche ich auch nur das Beste. Yannick Marchand, Riesentalent gewesen. Auch verkauft worden aufgrund des Überangebots, das wir hatten. Hat auch eigentlich relativ viel gespielt gehabt bei uns. Und dem geht es aber sehr, sehr gut bei Paris. Der möchte auch nicht weg aus der zweiten Liga. Fühlt sich da wohl. So wollen wir es doch haben. Valentin Stocker, unsere Katastrophe. Ja, den sind wir zum Glück losgeworden. Kapitän geworden, mitten in der Saison als Kapitän noch abgesetzt. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, weil er einfach nichts kann. Bei Amiens, naja, bei Bari in der dritten italienischen Liga, da lief es dann tatsächlich nochmal. Ricky van Wolfswinkel, ja, können wir gar nicht groß angucken. War auch bei Amiens, hat aber fast eher zweite Mannschaft gespielt. Naja. Andrea Padula tatsächlich auch zurückgetreten. Georgi Nikolic spielt immer noch bei Kortrijk. Der hat auch auf Laie richtig krass gespielt. Da mussten wir ihn leider verkaufen, weil wir schon einen krassen Keeper hatten. Ich glaube, Heinz Lindner damals. Aber der macht sich bei Kortrijk richtig gut, ist da auch Nationalspieler geworden. Ne?
Ja, fünf Spiele immerhin. Kann sich auch sehen lassen, würde ich sagen. Karemin Kiapeta. Es war einer von den U21-Spielern, die wir verkauft haben. Der hat aber seinen Weg zumindest in die Raiffeisen Super League gemacht. Spielen tut er nicht, aber immerhin steht er im Kader bei St. Gallen. Ne? Kann auch nicht bei Zürich. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Niklas Steffen. Spielt immer noch bei Vicenza in der Serie B, aber halt auch keine Spielpraxis. Gut. Ist so Rustemi. Bei Breitenrhein ist zurück in die Schweiz gekommen. Ah, er war die ganze Zeit in der Schweiz. Gut. Wieder dritte Liga wahrscheinlich. Dann gibt es hier einen, der es irgendwie geschafft hat. FC Tuggen. Nicht so wirklich. Übersax spielt immer noch bei Chennai. Casano spielt auch bei Tuggen. Cherimi spielt noch bei Vaduz. Der hat einen ordentlichen Marktwert. Ah, ne. Ich dachte gerade, der hat 975.000, aber der hat nur 975. Sebastian Moulin spielt bei Aarau mittlerweile. Ja. Aldo Kalulu, was ist denn aus dem geworden? Stimmt. Ausgeliehen, ausgeliehen. Ablösefrei zu Darmstadt, kaum gespielt. Ablösefrei zu Magdeburg in die dritte Liga. Und da spielt er immerhin. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Können wir es ihm doch. Tresor Samba. Bei Wohlen. Okay. Gut. Weiter geht's. Hier gibt's die nächsten. Boah, da. Digga, wir haben einiges an Transfers getätigt, ne? Muss man so sagen. Nicolas Raskin. Wie sieht es bei dem aus? West Brom? Sehr gut eigentlich, ne? Ist da immer ein Stammspieler, immer zwischen Premier League und Championship. Kann man so machen. Heinz Lindner ist zu West Ham gegangen. Hat tatsächlich eine Saison Stamm gespielt. Ist dann nach Österreich in die Heimat. Bei LASK, da läuft es richtig gut für ihn. Und da ist er auch gern. So. Ben Wilmot, absolute Katastrophe, der Junge. Den sind wir ganz, ganz schnell wieder losgeworden. Ist dann zu Norwich. Auch da lief es nicht. Ist zu Aston Villa. Da lief es auch nicht. Und da tatsächlich mit einem Plus, obwohl er nicht gespielt hat, zu Charlton. Krass. Okay. Haben die gut verhandelt. Afibiko Pululu. Hajduk Split. Haben wir nach Anderlecht verkauft. Nachdem er leider kaum gespielt hat in der Hinrunde. Im Winter zu Anderlecht, auch da kaum gespielt, bei AEK kaum gespielt. Bei Split läuft es jetzt einigermaßen. War mit denen so, der war doch mit Split sogar im Dingsfinale, ne? Im Conference League Finale. Hat es leider verloren dann. Raul Petretta spielt bei Monza mittlerweile. Bei Brescia hat es nicht mehr gereicht. Bei Monza reicht es immerhin. Ravanelli, was ist aus dem geworden? Zintridenz. Ah, okay. Ja, Charleroi lief sogar ganz gut. Vertrag wird trotzdem nicht verlängert. Hat seine Spiele bekommen, aber anscheinend nicht gut genug gespielt. Lubomir Sotka. Das war auch so einer. Der hat zwar ein bisschen gespielt, aber war jetzt auch nicht der Überflieger. Da haben wir ihn lieber verkauft. Und ja, bei Rostov läuft in Ordnung für ihn. Freut mich. Luka Zuffi. Ist nochmal zu Saint-Étienne. Ein Jahr gespielt, ein Jahr auf der Bank gesessen, ein Jahr zweite Mannschaft. Kann man so machen als Abschluss. Hat wahrscheinlich nochmal gut Geld bekommen. Deswegen hat er auch nochmal das eine Jahr in der zweiten Mannschaft mitgenommen. Daniele Vesco. Stimmt, der ist nämlich zurück zu Sion. Das haben wir zwischendurch gemerkt. Der war eine absolute Maschine. Hat es aber leider auch den Durchbruch nicht so richtig geschafft, ne? Schade, schade. Der hat sogar bei uns ganz gut getroffen gehabt am Anfang. Elia Okafor spielt immer noch bei St. Gallen. Kriegt da, na, ein paar Einsätze. Lee Jones. Jonas. Spielt auch eine U21 dort, ne? Und ist jetzt zu Burton Albion ausgeliehen. In die EFL League One. Hätte ich mir mehr erwartet von ihm ein bisschen. Also, dass er da ein bisschen mehr schafft. Leon Zabala spielt immer noch bei Schweiz. Bei Schweiz. Bei Mainz. War auch einigermaßen Top-Talent, glaube ich, würde ich sagen. Ne? Also hätte was werden können aus dem, aber reicht wohl auch nur für die zweite Mannschaft. Bresley Poululu spielt immer noch bei Luzern. Ja, spielen kann man das nicht unbedingt nennen.
Marjanac, ablösefrei mittlerweile, also vertragslos. Bender hat auch keine Verwendung mehr für ihn gehabt. Antrin Hunziker, zu Servette gegangen, da hat er sogar viel gespielt, ah, bei der U21, okay. Danach Zürich, ein Spiel in der ersten und dann war es das aber auch wieder für ihn. Tasio Chilavert, auch Servette. Auch nur U21 gespielt, ebenfalls nach Zürich, aber auch nichts geworden. Cicic. Ich bin mittlerweile bei Brühl, ist ausgeliehen von Luzern. Immer in zweite Liga, spielt er viel und spielt in Ordnung. Jordan Balikwisha. Spielt auch bei Luzern, aber so richtig hat er es auch nicht geschafft. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Der spielt mittlerweile bei Soizach. Ich glaube, von denen hat es auch keiner richtig geschafft. Bei Zug. Dura spielt bei Marbella. Der ist aber nicht so schlecht. Adrian. Doch, Adrian Dura. Ablösefrei St. Gallen. Ausgeliehen zu Schaffhausen war er stark. Dann zu Saragossa. Fast nicht gespielt. Dann irgendwann ausgeliehen und jetzt zweimal ausgeliehen in die zweite Liga und da spielt er jetzt sogar Stamm auf Laie. Also das ist nicht schlecht. Der hat es einigermaßen gemacht. Stajic bei Vaduz. Ja, kriegt ein paar Einsätze, okay. Tim Spischer, immer noch bei Neuchâtel, kriegt keine Einsätze. Karakas, auch nicht bei Zürich. Sind wir zu Zürich gegangen jetzt. Muaxeri. Immer noch bei Vaduz, kriegt ein paar Einsätze, aber auch nicht so viel. Emiran Eraslan bei Winterthur. Gilt das gleiche. Musai, der hatte eigentlich zwischendurch nochmal Talent. Was war mit dem? Bei Yverdon spielt er wenigstens, okay. Aber spielt er wenigstens stammfest. Mihajlo Stefanović, auch große Karriere, war geplant. Ging in die Serie B zu Genua, keine schlechte Adresse. War dann ausgeliehen zu Lugano, hat gespielt. Genua dann zwei Spiele leider nur gemacht. Danach war es dann vorbei. Spielt jetzt in Polen, aber auch nur mit ganz wenigen Einsätzen. Okay, dann 23-24. So. Wir wollen die Verkäufe hier. Maxi Perron. Unsere Maschine. Hat sich in England tatsächlich als einziger, glaube ich, durchgesetzt. Wirklich bei einem richtigen Top-Club wirklich durchgesetzt. Stark. Spielt da immerhin zwischen Bank und erste Mannschaft. Kann sich sehen lassen. Petersen, klar. Stammkeeper bei Genk. Auch keine schlechte Adresse, obwohl ich Basel jetzt natürlich vorgezogen hätte. Modahut, immer noch bei Frankfurt. Ja, spielt er auch. Spielt er sogar auch echt ordentlich. Aber schießt keine Tore mehr. Bei uns hat er die Tore gemacht. Das ist der Unterschied. Albian Haidari spielt immer noch bei Zultevaregem. Ja. Okay. Julian von Moos, auch noch bei Standard Lüttich, aber kriegt kaum Einsätze. Jetzt hat er mal wenigstens ein paar Einsätze bekommen in letzter Zeit. Isufi, der ist nach Düsseldorf gegangen. Ja. Hat sogar Stamm gespielt eigentlich bei Mainz, glaube ich, ne? Ja. Und bei Düsseldorf dann auch. Immerhin, der hat es geschafft. Elis, stark. Chipperfield ist zu Hertha, aber ja, das war ein bisschen vorprogrammiert, dass das nichts wird bei ihm. Das war leider ein bisschen vorprogrammiert. Spielt nur zweite Mannschaft dort. Orges Buniaku. Der Bruder ist zu Saint-Étienne, war da Stammspieler. Ist dann den Schritt zu Angers gegangen, war es ein Schritt nach oben. Nee, nicht wirklich. Ah, schade. Da läuft es jetzt auch nicht mehr so bei ihm, weil Saint-Étienne lief es eigentlich ganz gut. War auch tatsächlich eigentlich damals so einer meiner Lieblingsspieler. Kanic spielt immer noch bei West Brom. Diese Saison nicht mehr so viel, letzte Saison schon. Tobias Adamsen, auch eigentlich ein Top-Talent, ist damals zu Leipzig. Aber so richtig Fuß gefasst hat er noch nicht in der Bundesliga. Cedric Bakambu, immer noch bei Midtjylland. Ja. Okay. Ben Amor, auch eins unserer absoluten Missverständnisse.
Ist immerhin bei Tunis jetzt nochmal glücklich geworden. Einigermaßen. Ist okay. Mikkel Utzen spielt bei Liefering. Für Salzburg hat es leider nicht gereicht. Zumindest nicht so richtig. Nur kurze Einsätze. Naja, immerhin besser als nichts. Xhaka bei Orenburg ist da wahrscheinlich genauso eine Maschine, wie er bei uns immer war. Immer sehr konstant, sehr wichtig für die Mannschaft gespielt. Absolute Maschine. Luis Mestre, der ist tatsächlich nochmal zu Rayo Vallecano. Kanada nicht gespielt, war ausgeliehen in die dritte, glaube ich. Oder vierte ist es sogar. Hat da gespielt. Da hat er sogar bei Vallecano sich durchgesetzt. In der zweiten Liga, sehr stark. Luis Mestre auch einer von den Beispielen. Wobei der hat auch damals bei uns in der zweiten bzw. auf Laie immer richtig gut gespielt, ne? Ja, der war auf Laie jetzt sehr, sehr stark bei Aarau in der zweiten Liga. Der hatte auf jeden Fall Potenzial, aber war halt nicht, wir konnten ihn halt nicht einsetzen. Kaspar Thompson, ja, ist zu Zürich gegangen und spielt da halt auch nur U21. Kadaye, der war auch eigentlich ein Top-Talent, was sich dann aber hier haben wir ihm die Chance gegeben, konnte sich überhaupt nicht beweisen. Dann ging es zu Parma, auf Laie zu Bari, aber viel ist nicht aus ihm geworden. Elmedin Fazlić auch viele, viele Einsätze bei uns bekommen. Der hat echt krass Einsätze bei uns bekommen, aber auch bei Cardiff läuft es nicht so richtig. War auch einer von den Spielern, den wir eher gepusht haben, ne? Haben wir auch so ein paar. Aaron Saunders, auch Riesentalent, mussten wir abgeben, weil wir keine Verwendung für ihn haben. Hat sogar bei St. Gallen tatsächlich da 9 Ligaspiele gemacht und 8 Scorer. Krass. Aber ist dann irgendwie in der U21 hängen geblieben. Und seit da ist die Karriere vorbei. Holt den doch mal hoch. Jungs, holt den doch mal hoch. Der ist doch nicht mal schlecht. Guckt euch den mal an. Also bei einem unteren Erstligaverein kann der easy spielen. So, jetzt haben wir wieder ein paar Ablösefreie. Mal gucken. Ritter spielt immer noch bei Olten. Sutter spielt noch bei Stade Lausanne. Nacho Nicolau spielt noch bei Thun. Malte spielt noch bei Winterthur. Sakuman spielt bei Thun. Babic spielt auch noch bei Servette, ne? Er hat sogar einen Einsatz bekommen. Kurzidim bei Chiasso. Und Zuba spielt bei den Young Boys mittlerweile. Haben wir für ablösefrei zu Wiel gegangen, dann die U21 von St. Gallen und dann die U21 von Bern. Naja, vielleicht ist da noch Potenzial bei dem Jungen. Wer weiß. Wir gehen wieder eins weiter. Und da haben wir, stimmt, da haben wir eigentlich den nächsten. Da haben wir einige Top-Verkäufe. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, die habe ich gar nicht so alle auf dem Schirm, wie es bei denen lief. Okay, das wird ein anstrengendes Jahr, aber wir können es mal angucken. Wir nehmen mal erst die Ablösefreien weg. Diaz spielt bei Stade Lausanne. Wieder sogar Stamm in der zweiten Liga. Top. Der hat sich einigermaßen gemacht. Und Ciccarelli spielt der. Nach Argentinien ist der ausgeliehen. Interessant. So, jetzt wird es nämlich wirklich spannend. Morris Markson bei Stoke. Wie sieht's aus, mein Lieber? Ja, hat immerhin gespielt, Premier League. Können nicht viele von sich behaupten, auch als Stammspieler? Sehr, sehr stark. Warte mal. Ah, das war die Saison. Hä, aber warum? Check's gerade nicht. Ach, wir haben den erst am Ende verkauft, ne, glaube ich. Ja, okay. Deswegen hat er die Saison bei uns gespielt. Kanute ist zu Shakhtar. Ja, spielt er auch eigentlich relativ gut. Ist da wahrscheinlich auch glücklich geworden. Lukas, hast du dich durchgesetzt bei Gladbach? Nee. Mit der Nummer 6 geht es ja auch nicht als Stürmer. Ich hätte es dir sagen können. Der nimmt die Nummer 6 bei Gladbach als Stürmer. Und denkt, der spielt da jetzt gut. Labatte auch, Nummer 6. Aber bei ihm läuft es immerhin. Premier League gespielt. Championship sehr gut gespielt. Oder gut, zumindest gut gespielt jetzt. Sehr, sehr stark. Freut mich. Peter Pusic, der muss sich durchgesetzt haben.
Der ist nämlich zu AZ, das wissen wir. Ja, und der spielt da überragend. Der Junge ist einfach eine Maschine. Der war bei uns, wir haben ihn auf jeder Position spielen können. Okay, mittlerweile kann das nicht mehr so. Oder vielleicht ist einfach nicht gescoutet. Wir haben den echt hier auf allem spielen lassen. Außenverteidiger, Außenverteidiger, Stürmer. Ich glaube, nur Sechser und IV hat er bei uns nicht gespielt. Der war echt eine Maschine. McCrory immer noch bei Al-Ittihad, natürlich. Der Junge, der will natürlich das dicke Geld, deswegen ist er auch zu uns gekommen, weil wir ihn überbezahlt haben. Geleistet hat er nie. Deswegen ist er auch direkt nach einem halben Jahr wieder gegangen. Nach 10 Spielen, nach 10 schlechten Spielen. Passiert. Marvin, der Bruder ist auch zu Brentford. Premier League Stamm gespielt. Championship aber anscheinend nicht mehr. Schade. Der hätte auch sehr großes Potenzial. Finlay Robertson zu Burnley. Spielt da auch einigermaßen, ja gut, eher von der Bank Premier League. Aber immerhin, immerhin, er hat auch den Sprung eigentlich geschafft. Spielmann spielt noch bei M, der war auch leider überhaupt nicht das, was wir erwartet haben, aber in den Niederlanden läuft es für ihn sehr gut. Bisiero bei Al-Ahly. Passt, läuft sogar sehr, sehr gut. Überragend unterwegs. Jedlicka, der ist zu Gent gegangen, stimmt, das haben wir mitbekommen. Bei Lyon nur zweite Mannschaft gespielt. Auf Leihe auch nicht gut, aber bei Gent läuft es jetzt gerade auch nicht. Zumindest 5 Einsätze nur in der Rückrunde. Ja. Kennt Juncker auch riesen Torwarttalent. Aber bei Saint-Étienne kommt er noch nicht auf seine Einsätze. Schade, hoffen wir, die vertrauen ihm irgendwann mal. Abdoulaye war auch lange einigermaßen ein Talent, was vielleicht in die erste Mannschaft hätte rutschen können. Mit bisschen Glück hat es leider nicht geschafft. Levante, überragender Rechtsverteidiger auf seinen Leihen. Immer gut gespielt. Jetzt auch beim KSC. Na, diese Saison nicht mehr. Das Jahr davor war er Stammspieler. Mehr oder weniger. Ja, der wird seinen Weg machen, der Junge. Ricardo Ribeiro. War es unser jüngster Spieler? War es der? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein anderer. Zu Sion, ausgeliehen zu Winterthur, ausgeliehen zu Neuchâtel, da spielt er wenigstens zweite Mannschaft. Das passt. Tizian Tucci. Dem haben wir auch mal damals immer wieder seine Chancen gegeben. Nehmen wir gar nicht. Ich dachte, wir haben ihn spielen lassen. Ja, der war auf jeden Fall überragend auf seinen Leihen, hat dann aber den Sprung zum nächstgrößeren Club nicht geschafft per Leihe und dann ging es halt nach Schaffhausen, aber da läuft es eigentlich gut jetzt in der zweiten Liga. Also zweite Liga ist halt anscheinend so wirklich seine Liga, ist so ein kleiner Simon Terodde. Katsikas, ja, auch nur U21, schade. Youssef Yagü. Ja, auch Neuchâtel nur U21. Rasmussen, komm, ich glaube hier sind auch nicht so viele, die jetzt den Sprung geschafft haben. Erik Wischi, der wird mich noch interessieren. Den haben wir nämlich oft spielen lassen, tatsächlich mal ein Jahr. Dann kam die Laie, lief nicht ganz so gut. Nächster Schritt Bukarest lief nicht. Und ab da war es auch ein bisschen durch in der Karriere. Fängt sich jetzt gerade wieder ein bisschen bei Vaduz. Naja. Jörg Cemaili gilt das gleiche wie Abdoulaye. Hatte auch das Potenzial für die erste Mannschaft. Aber ihm geht es anscheinend auch sehr, sehr gut in der zweiten Liga. Das heißt, der wird auf lange Sicht wahrscheinlich auch nochmal in die erste rutschen. Ankrel Albaran spielt U21 bei Thun. Kannst du vergessen. Ekelund spielt auch U21 bei Sion. Mikkelsen bei Rapperswil Jona. Spielt da sogar. Stark. Sehr schön, wer hätte das gedacht? Kalkanis auch bei Rapperswil Jona und spielt auch. Also Rapperswil Jona hat hier echt ein bisschen unsere Jungs abgegriffen. Menzo Islami spielt bei Schaffhausen 2-0 leider. Dinis Patricio auch nur U21. Christian Linge auch nur U21. Aguridis bei Rapperswil Jona ebenfalls.
Aber der spielt tatsächlich nicht. Okay, und dann sind wir bei der letzten Saison. Was haben unsere Sommerverkäufe gemacht? Da waren auch noch mal ein paar Ablöse frei. Gallant bei Vitesse. Kaum gespielt, obwohl er damals bei, also über die Jahre davor bei De Graafschap richtig gut war. Kurt Busch, nur 21. Karatschianakis, auch nur 21. Kalitos, wahrscheinlich zweite, ja. Gotovos, auch U21. Mesa, U21. Und Bernal auch. Hier von unten nach oben, dass wir die Spannung haben. Rotuno, auch nur zweite Mannschaft. Wollen wir gehen einfach. Isaiah Hubert, wie geht's bei dem, bei Benevento? Spielt nicht, okay. Schade. Robin Kraus bei Salzburg spielt auch wahrscheinlich nicht, ne? Spielt auch nur zweite Mannschaft. Will Fish bei Burnley? Ja, auch eher nicht so viel. Luca Kotze ist dann zu Marseille und der spielt da sogar. Stark. Sehr, sehr gut, Junge. Das freut mich. Matthäus Martins bei Warschau läuft auch für ihn. Wunderbar. Freut mich für die Jungs alle. Ezequiel Fernandes zu Olympiakos. Ja, kriegt seine Einsätze, spielt in Ordnung. Tchouaméni, der hat tatsächlich die Euroleague gewonnen, der kleine Wichser, ne? Hat auch noch gegen uns gewonnen. Naja, so ist es halt. Kakazi mit Moskau. Bei ihm läuft es, glaube ich, sogar auch ganz gut eigentlich, ne? Ja, passt. Darian Marles bei Brighton. Der spielt. Der spielt in der Championship. Spielt, naja, okay. Aber verdient halt dickes Geld dort wahrscheinlich. Montiveros bei Saint-Étienne spielt nicht so viel leider. Vasic bei Hull City. Immerhin Stammspieler, aber auch nicht die überragende Spielende. Immerhin Premier League, ne? Carré im Winter schon wieder zu Schalke gegangen in die Bundesliga. Und da läuft es auf einmal. Da kann er auf einmal treffen. Bei uns ging das nicht. Interessant. Levin Issos. Ja, schade, dass er weg ist. Aber bei Celta Vigo spielt er auch sehr gut. War halt die Ausstiegsklausel der Dreck. Naja. Tiropong Janta. Oh, sehr, sehr gut. Der ist top unterwegs. Der nimmt ja uns auseinander in England. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass der so durchgeht. Das hätte ich eher von anderen gedacht. Cabral, im Winter sah es noch sehr gut aus. Im Sommer sieht es auch noch top aus eigentlich bei West Ham. Richtig gut. Lemar bei Leipzig, Stammkeeper, denke ich mal. Ja. Sehr gut. Hat er was gewonnen mit denen? Nee. Okay, und jetzt? Trommelwirbel für Claudio Montean. Mal gucken, ob er bei Real spielt. Der spielt sogar und der spielt gut. Der spielt gut. Der Junge, der macht mich stolz. Der macht Basel stolz. Wir haben den geholt aus Rumänien. Und wir haben ihn groß gemacht und jetzt ist er zu Real und nimmt dort auseinander. The next Cristiano Ronaldo, wieder mit der Nummer 6. Gib ihm doch die 7, ja. Boah, der ist echt eine Maschine. Sehr stark, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Was soll man da noch kurz sagen, ne? Also nochmal, wenn man zusammenfassend sieht: 6 Jahre lang in Folge Meister geworden. Leider nur einmal das Double. Nach 4 Jahren, beziehungsweise im 4. Jahr dann endlich mal Champions League richtig abgerissen bis ins Halbfinale. Dann kamen 2 enttäuschende Euroleague-Jahre. Aber gut, ich glaube, alles zusammen haben wir Basel sehr weit nach oben gebracht. Finanzen von 27 auf 300 Millionen, durchschnittlich 362 Millionen. Wir haben das Land sogar, ne? In der 5-Jahres-Wertung tatsächlich ziemlich weit nach oben gebracht, auf Platz 9. Wir haben die Schweizer Liga von 17 auf Platz 10, zwischendurch 9 gebracht. Also, was wir alles für den Schweizer Fußball getan haben, ist unglaublich.
Und das möchte ich einfach so stehen lassen am Ende.